Hast du gesehen, was wir gemacht haben? Gemurmel, leise, finstere Blicke, Stahl glänzt matt im Kerzenschein. Verhandelt werden die Geschicke bei Met und Bier, bei süßem Wein. Halunkendiebe, Mordsgesinde, Säufer, Bettelmann und Hur. Mancher lebt hier nur vom Schwindel und mancher von der Klinge nur. In der Spelunke im Dunkeln trifft man auf all diese Leute. Hier in der Spelunke im Dunkeln, da singen und saufen wir heut. Ja, da singen und saufen wir heut. Bettelmann, Spelunkenwirt, der eine arm, der andere reich. Adel, der sich hier verirrt, dem klopfen wir den Schädel weich. Auch Söldner trinken hier, keiner rührt sie an. Denn Söldnerschweine, so wie wir, sind edler als manch Edelmann. Hier in der Spelunke im Dunkeln, da trifft man auf all diese Leute. Hier in der Spelunke im Dunkeln, da singen und saufen wir heut. Ja, da singen und saufen wir heut. Und scharfe Klinge, Panzer und der Morgenstern, das sind die stahl gewordenen Dinge, halten die Verruchten fern. So schaut euch an, den Söldnersmann, er soll euch Lehrer sein. Denn wer ihn achtet, ja, der kann selbst aufrecht gehen hier beim Wein. Stolz und Ehre, Stahl und Mut, die Wahrheit ist ihm Pflicht. Achtet ihn, er riecht nach Blut, denn Gnade kennt er nicht. In der Spelunke im Dunkeln trifft man auf all diese Leute. In der Spelunke im Dunkeln, da singen und saufen wir heut. In der Spelunke im Dunkeln trifft man auf all diese Leute. In der Spelunke im Dunkeln, ja, da singen und saufen wir heut. Ja, da singen und saufen wir heut. Ja, da raufen und saufen wir heut. Die Müllerin am Abend auf das Burgfest durfte gehen. Dort hat sie voller Wonne nur dem Spielmann zugesehen. Zu Hause sie den Müller fand im Bett vom Mägdelein, sodann sie sich nur wünscht, heut des Spielmanns Weib zu sein. Sodann sie sich nur wünscht, heut des Spielmanns Weib zu sein. Die Bäuerin von früh bis spät im Felde musste stehen. Doch konnte sie von fern den hübschen Spielmann singen hören. Der Bauer dann am Abend stolz betrunken lag beim Schwein. So träumte auch die Bäuerin des Spielmanns Weib zu sein. So träumte auch die Bäuerin des Spielmanns Weib zu sein. Des Ritters Maid so jung und schön ein schweres Leben führt. Beim Ritter sich in seiner Weineslust kein Zipferlein mehr rührt. An Kriegsgebrale fehlt ihr nicht viel mehr an Liebelei. So sehnt des Ritters Maid sich sehr des Spielmanns Weib zu sein. So sehnt des Ritters Maid sich sehr des Spielmanns Weib zu sein. Im Schankhaus heute feierlich der Spielmann eingekehrt. Drum hat die Schenkentochter gleich ihr Bein weit ausgestellt. Nun wollte jeder trunken, wollte der Schönen ans Gebein. Doch diese aber hoffte nur des Spielmanns.
Spielmannsweib zu sein. Doch dieser aber hoffte nur, des Spielmannsweib zu sein. Wenn doch des Nachts ein Mägdelein den Spielmann hat erfreut, so tut sie nur um eines leid, dass er nicht bei ihr bleibt. Ein Spielmannsherz, wie jeder weiß, zieht durch die Welt allein. So bleibt den Frauen nur der Traum des Spielmanns Weib zu sein. So bleibt den Frauen nur der Traum des Spielmanns Weib zu sein. Doch das einzig wahre Spielmanns Weib wird nur die Laute sein. So, meine liebe Kollegen, wir sind, ja, ihr seht das jetzt natürlich an unserem tollen Drachenkopf hier. Wir sind immer noch in Pfullendorf und wir haben es immer noch in Pfullendorf mit Mittelaltermarkt zu tun. Und jetzt steigt man auch ein bisschen dahinter, um was es da geht. Letztendlich geht es ja eigentlich um den Veranstalter. Und der Veranstalter, der Micha, der wird uns jetzt noch ein bisschen was erklären über Weine. Denn es geht ja hier um die, habe ich das jetzt richtig gesagt, um die Bärenweine. Korrekt, ja. Also darf ich da noch schnell was dazu sagen? Wir haben ja im schwäbischen Raum auch die Bärenweine. Und wir haben ja Gaststätten mit Bärenweine, wo die Bärenweine extra angeboten werden, aber auch nur in kleinen Mengen. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie man so einen Bärenwein überhaupt herstellt. Ja gut. Bärenweine, wie der Name das schon sagt, in der Regel aus Beeren. Wir haben auch wenige Ausnahmen, wo wir Honig verwenden und den Honigwein herstellen. Es geht im Grunde genommen, ganz einfach. Man nimmt die Frucht, man nimmt Zucker und man nimmt Wasser, lässt das Ganze mit einer schönen Hefe vergären, bis man den Prozentsatz erreicht hat, den man etwa haben will. Und das sind in diesem Fall so 11-12%, manchmal 12,5%. Und dann filtert man die Hefen aus mit einem super feinen Filter. Damit bricht man die Gärung ab und behält eine gewisse Restsüße. Reden wir hier auch von Öxle? Nein. Reden wir vom Prozentil. Einfach Restsüße ist okay. immer ein lieblicher Wein in der Regel. Okay. Das kann man sagen. Was man ungefähr sagen kann, ist Schwefelgehalte. Wenn man darüber spricht, nimmt man zum Beispiel einen normalen Traubenwein mit derselben Restsüße wie der Beerenwein, dann hat man ca. 200 Milligramm Schwefel etwa pro Liter. Und bei dem Beerenwein, das ist ein Lebensmittel, der Traubenwein wird nicht als Lebensmittel gehandelt, sondern fällt unter das Weingesetz, wird viel stärker geschwefelt als die Lebensmittel. In diesen Weinen sind ungefähr 30 Milligramm Schwefel pro Liter. Und bei einem Tagesbedarf von 50 Milligramm Schwefel pro Liter kann man also anderthalb Liter trinken, um den Tagesbedarf zu decken. Wieso schwefelt man das überhaupt? Damit der Wein den Geschmack nicht verändert. Würde man den Wein gar nicht schwefeln,
verändert der wirklich von Woche zu Woche den Geschmack. Also er verliert die Fruchtfülle. Jawohl. Und er wird, ich würde mal sagen, mit der Zeit oxidativ und sherryartig schmecken. Nur noch nach Alkohol, nicht mehr nach Frucht. Und darum wird der Wein schwerer zu machen. Ich war vorhin drüben im Camp bei der Ritter. Die haben ja gestern ihre Ritterspiele abgehalten und vor allem, glaube ich, hat man von euch noch Spiele gehabt, wo sie Orden bekommen haben. Und dort durfte ich dann auch Wein genießen und kosten. Ich musste aufpassen, ich bin zwar trinkfest, aber sie sind gut alkoholisch angehaucht, die Weine. Und man muss aber eines dazu sagen, sie sind gewöhnungsbedürftig. Die haben einen gewissen Geschmack. Kann man da jetzt irgendwo davon ausgehen, dass man sagen kann, ich nach Kirsch Geschmack? Oder muss man sagen, dass der Honig hier die Oberhand hat? Nein, nein, das ist tatsächlich schon so, dass die Kirsche, die Frucht, die jeweilige Frucht im Vordergrund steht. Absolut, schmeckt man immer. Okay. Wenn man der Frucht einen gewissen Zuckeranteil, also auch Honig zugibt, das schmeckt man auch. Okay. Das ist auf jeden Fall zu spüren, dass da Honig mit drin ist, wenn man genau hinfühlt, aber der Fruchtgeschmack bleibt vorne und das ist auch Ziel der Sache. Okay, das ist das, was ich meine Handwerker vielleicht erklären muss. Wir gehen ja in der Weinherstellung immer davon aus, dass der Wein ja rein sein muss, dass der ja irgendwo ein klares Geschmäckle haben muss und so weiter. Ich habe jetzt hier den Eindruck gehabt bei diesen Weinen, da steht eigentlich eher irgendwo der Kern der Frucht irgendwo im Vordergrund. Aber nicht aus der Reinheit heraus, sondern es darf richtig geschmacklich irgendwas bringen. Ja, durchaus. Durchaus. Das ist gewollt. Das ist absolut gewollt. Es wundert mich überhaupt, dass dieser Wein so klar ist. Also ich kenne aus Afrika unter Palmwein. Ja. Und den kann man ja beißen. Das ist richtig. Und darum wundere ich mich, dass der so rein ist, euer Bärenwein. Das liegt an der Filterung, wo wir auch die Hefe wieder mit rausholen, okay, aus den Weinen, damit die nicht weiter gären. Diese Filter holen alles raus. Okay. Trubstoffe, also okay, ich sag mal Moleküle holen wir raus. Also das ist wie noch ein Pürieren, wenn man es durch Sieb durchmacht, ja, noch das Filter durchlässt. Das ist okay. Also ich muss sagen, genial, was ihr da gemacht habt. Man sieht ja auch eure Weine, wo ihr hier ausgestellt habt, die sind ja eine Vielfalt. Ich bin mal durchgelaufen, ich bin überrascht, was da für eine Weinvielfalt da ist. Man muss sich ja wundern, dass ihr als, ja, darf man das vom Bier her noch sagen, als kleines Unternehmen so viele Massen von unterschiedlichen Weinen herstellen können. Richtig. Der Hintergrund dieser Vielfalt liegt einfach darin, dass wir seit 30 Jahren im Mittelalter arbeiten und wir haben angefangen, möglichst authentisch zu sein, das heißt etwas herzustellen, was im Mittelalter üblich war, was es auch damals schon gab. Und das waren natürlich die Weine aus Früchten. Und so haben wir uns diese Weine und Früchte vorgenommen und haben natürlich angefangen auch zu mischen, diese Frucht mit jener Frucht und das und damit zusammen. Man macht allerhand Erfahrungen, unter anderem merkt man auch manchmal, dass man irgendetwas überhaupt nicht zur Gärung bringt. Zum Beispiel eine Moosbeere. Alleine bekommt man die nie zu geben. Das ist ja wie beim Schnaps. Wenn die Leute immer sagen, wir trinken einen Korn, dann trinken sie doch keinen Korn. Wir trinken doch irgendwo einen Obstler als Grundlage. Oder ein Beerwurz beispielsweise. Wurzel macht doch keinen Alkohol. Also da muss ja etwas anderes dazwischen stehen. Und das sind halt reine Weine, die ihr fertig letztendlich. Also es ist beeindruckend, was ich da jetzt die zwei Tage sehen durfte. Ich war eigentlich ein bisschen überrascht, ich wollte gar nicht herkommen. Aber ich habe es jetzt wirklich nicht bereut, dass ich gekommen bin. Darf man am Schluss noch etwas fragen, ob die Herstellung auch noch mittelalterlich gemacht worden und ob diese Maiz, die da vorne im Wassertopf drin gesessen sind, ob die noch barfuß die Weintrauben stampfen dürfen? Nein, selbstverständlich nicht. Ist schon tatsächlich modern und ja, wie das heute so ist, unter dem Lebensmittelgesetz klinisch steril, würde ich sogar sagen. Ah, okay, gut. Also ich bedanke mich recht sakrisch bei euch. Das wird für meine Handwerker ein Hochgenuss sein. Und liebe Handwerker, ich kann euch nur empfehlen, nehmt euch mal an, ihr kriegt ja im Video noch
die Visitenkarte rein vom Hersteller. Macht euch wirklich mal und kauft euch mal so einen Wein. Das ist eine gigantische Geschichte. Also wenn man Mut hat, dann muss man das probiert haben. Danke. Toll, danke. Einmal, da war's im Wald, wir wanderten seit Tagen. Da hatte jeder von uns bald ein Riesenloch im Magen. Da bauten wir uns ausgehässt zwei Pfeile und einen Bogen. Wir schritten dann zur Tat, wir wollen nun ein Wildschwein jagen. Es raschelte alsbald im Laub, Gekrunze und Gekeil. Der Fuchs spannte den Bogen, traf genau das Hinterteil. Ein Pfaffe schrie, oh Schreck, oh Graus! Und voller Schmerz sich krümmte, darunter lag ein Mäcklein, das ihn wohl grad beglückte. Da steckte nun der Pfeil im Hinterteil vom Pfaffen, er fluchte laut und schrie, euch soll der Blitz beim Scheißen treffen! Wir grüßten Weidmanns Heil und sind auch gleich davon gerannt, da haben wir doch wieder mal den Bogen überspannt. La 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 la, so ziehen wir durchs ganze Land. La 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 la, mit Bier und Laute in der Hand. La 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 la, der Spaß ist unser Lebensdrang. La 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 la, die Füchse im Spielmannsgewand. Mal war uns vor lauter Durst die Kehle trocken, kein Taler mehr, drum sind wir nachts ins Schankhaus eingebrochen. Dort fanden wir den Keller voll mit Fasswein, Met und Bier, füllten unsere Bäuche mit dem Lebenselixier. Doch hörten wir Gepolter aus der oberen Etage, die Tür sprang auf, der Schankwirt war ganz fürchterlich in Rage. Wir packten ihn und stopften ihn in eines dieser Fässer, nagelten den Deckel drauf und leerten aus die Becher. Da steckte nun der Wirt im Fasswein bis zum Haxen, er fluchte laut und schrie, euch soll die Pest am Arsch wachsen! Zu guter Letzt ist Phil noch mit der Schankweit durchgebrannt, da haben wir doch wieder mal den Bogen überspannt. La 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 la, so ziehen wir durchs ganze Land. La 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 la, mit Bier und Laute in der Hand. La 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 la, der Spaß ist unser Lebensdrang. La 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 la, die Füchse im Spielmannsgewand. Ihr seht, wir haben von Hexen, von Nixen, von allem und nur die schönsten Frauen hier im Pfullendorf auf dem Mittelaltermarkt. Und natürlich tolle Musik, Dudelsackbläser, alles was man sich denken kann. Lauschen wir einfach ein bisschen zu. Das tierische Orakel ist natürlich auch mit dabei. Das ist doch was Schönes, er hat nichts dagegen. Wenn wir Männer gewusst hätten, dass die Hexe so hübsch sind, hätte es nie eine Hexeverbrennung gegeben. Stimmt. Erzähl doch mal, Gott sei Dank, halt dann nicht.
Das ist ein Abschwenker. Das ist ein Abschwenker. Bis zum Beowulf ist alles auf dem Fest vertreten. Allerdings unser Beowulf ist noch etwas schläfrig.